Ich bin Eric Phillips. Ich bin hier mit Greenpeace im Nordwesten Grönlands, dem idealen Ort mit direktem Bezug zu dem Klimafilm Age of Stupid. Die Arktis ist einer der Orte, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Unser Schiff, die Arctic Sunrise, ist eine Plattform, von der aus ein Team unabhängiger Wissenschaftler den Einfluss des Klimawandels auf die grönländischen Gletscher untersuchen. Nicht nur die Gletscher selbst bestehen aus tausenden Tonnen Eis, sie dienen auch als Korken, der das grönländische Inlandeis festhält. Wenn die Gletscher schmelzen und sich zurückziehen, strömt immer mehr Süßwasser in die Ozeane, das den globalen Anstieg des Meeresspiegels beschleunigt. Dadurch werden Millionen Menschen obdachlos, Hungersnöte werden ausbrechen und einige Tier- und Pflanzenarten werden ganz verschwinden. Wir haben Wochen damit verbracht, allerneueste Forschungen auf Petermann, dem größten schwimmenden Gletscher der nördlichen Hemisphäre, durchzuführen. Er wird vermutlich ein 100 Quadratkilometer großes Stück Eis verlieren. Mit dieser Menge Wasser könnte man Sydney 10 Jahre lang versorgen. Auf zahlreichen Expeditionen durch die Arktis und Antarktis bin ich mehr als 5000 Kilometer auf Skiern unterwegs gewesen. Jedes Jahr sehe ich neue Überraschungen. Starke Stürme, die es in der Vergangenheit kaum gab. Oder große Flächen mit einjährigem Eis, wo eigentlich altes Eis sein sollte. Die Temperaturen steigen und Rußpartikel, ausgestoßen von den ölhungrigen Industrien in Europa und den USA, finden wir hier im hohen Norden auf dem Eis. Das Eis des Arktischen Ozeans verändert sich. Es verschwindet direkt vor meinen Augen. Die Wissenschaftler stimmen mittlerweile darin überein, dass die Vorhersagen für die Schmelze des grönländischen Eises bisher viel zu harmlos waren. Wir brauchen daher dringend eine tiefgreifende und verpflichtende Reduktion der Treibhausgasemissionen, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels noch abzuwenden. Lange wurde die Verantwortung und die Dringlichkeit nicht wahrgenommen. Setzen wir die Verantwortlichen genug unter Druck? Die führenden Politiker haben die Pflicht und die Macht, den Klimawandel zu begrenzen. Lasst uns nicht davor zurückschrecken. Wir können uns selbst retten.